K-Pop Koreanisch. Herzlich willkommen. Hallo allerseits, ich bin Iu Kyung. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Also, Kyungin, hat unsere Rubrik denn etwa einen neuen Namen bekommen? Richtig. Wir haben unsere Rubrik umbenannt und zwar in K-Pop Koreanisch. Eigentlich bleibt alles beim Alten. Neu ist aber, dass das Video der Rubrik nicht mehr nur im Internetauftritt des deutschen Programms, sondern auch im YouTube-Kanal von KBS World Radio sehen kann. Oh, das klingt aber spannend. Also zum einen freue ich mich sehr, dass unsere Rubrik damit hoffentlich mehr Korea-Interessierte erreichen kann. Gleichzeitig bin ich aber auch etwas besorgt, denn auf YouTube sind ja die Klickzahlen und die sozusagen Gefällt-mir-Angaben immer sehr wichtig. Ja, das stimmt schon. Aber keine Sorge, wir wollen wie immer gute K-Pop-Lieder vorstellen und dabei natürlich auch nützliche und interessante koreanische Ausdrücke durchnehmen. Die K-Pop-Fans aus dem deutschsprachigen Raum sind bestimmt neugierig, was in den koreanischen Liedern gesungen wird. Ein Mag ich für das Video ist aber eine große Unterstützung für uns und auch für die Redaktion. Genau, aber nun stellen wir wie immer einen oder zwei gute Ausdrücke vor. Welches Lied nehmen wir uns denn in dieser Woche vor? Also, es gibt ein Lied, das sich schon seit Wochen in den Charts befindet. Veröffentlicht wurde es schon Ende April, hat sich aber bis heute in den Charts gehalten. Ja, genau. Weißt du, welches Lied das ist? Also, da, 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 Domulboradel Idekyo. Also, diese Stelle hast du so, also schon bestimmt gehört. Genau. Das ist natürlich das Lied Dolphin von Oh My Girl. Also, der Refrain des Liedes ist ein richtiger Ohrwurm. Dann will ich gar nicht mehr länger zögern. Hier kommt diese Stelle, also eine Stelle aus diesem Lied. Also, 헤엄치듯 멀어지는 너, 또 물보라를 일으켜. Du entfernst dich von mir, als ob du wegschwimmen würdest und sorgst für Wasserwirbel. Ja, also da, 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 da. Also, das geht wirklich sofort ins Ohr. Ich habe gerade wieder mitgesummt. Ja, das geht mir genauso. Ja, also hier hören Sie dann die erste Strophe, Zeile für Zeile, mit der deutschen Übersetzung natürlich. Mhm. 오늘 같은 날 마주쳐. 이게 뭐야? Warum begegne ich dir denn gerade heute? Was soll das denn nur? 머리는 엉망인데다 상태가 말이 아니야. 모르는 척 지나가줘. Meine Frisur ist ganz durcheinander. Ich sehe nicht gut aus. Bitte geh vorbei, als ob du mich nicht kennen würdest. 내 마음이 방심할 때마다 불쑥 나타난 뒤. Wenn ich unvorbereitet bin, erscheinst du plötzlich. 헤엄치듯 멀어지는 너 또 물보라를 일으켜. Du entfernst dich von mir, als ob du weggeschwimmen würdest und sorgst für Wasserwirbel. Genau. Das ist halt immer so. Ich bin unvorbereitet, bin noch nicht richtig gestylt, aber dann taucht da plötzlich jemand auf, den ich doch so sehr mag. Genau. Also wer hat denn so eine Situation noch nicht erlebt in seinem Leben? Warum passiert eigentlich auch immer so etwas? Aber wie dem auch sei, das Lied war sehr beliebt. Sicherlich haben sich viele darin wiedererkannt und man kann diese markante Stelle, also ich muss es nochmal singen, da, 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 einfach nicht vergessen. Ich habe schon wieder einen sozusagen Ohrwurm. Ja, das ist schon sehr hervorstechend. Außerdem so fröhlich, man bekommt einfach gute Laune, finde ich. Genau. Also, dann kommen wir aber zum Ausdruck dieser Woche. 물보라를 일으켜, für Wasserwirbel sorgen. Oder besser gesagt, 물보라를 일으키다. Das ist nämlich die Grundform für Wasserwirbel sorgen. Genau. 일으키다. Das Verb hat die Bedeutung aufrichten oder sorgen für. Wofür kann man alles sorgen? Hier in diesem Fall für Wirbel. Konkreter für Wasserwirbel. 물보라. Wasserwirbel. 물보라를 일으키다. Genau. 물보라 heißt Wasserwirbel auf Deutsch. Und 일으키다, also wie Kyungin gesagt hat, bedeutet aufrichten oder sorgen für etwas. Vielleicht wollen Sie einmal nachsprechen.
Bulbora를 일으키다. Und noch einmal. Bulbora를 일으키다. Genau. Mulbora를 일으키다. Ebenfalls ein nützliches Wort war 헤엄치다. 헤엄치다 ist ein Verb und bedeutet schwimmen auf Deutsch, nicht? Ja, genau. 헤엄치다, schwimmen oder 수영하다. Das koreanische Wort 수영하다 bedeutet ebenfalls schwimmen. Ja, dann will ich noch die repräsentative Stelle aus dem Lied noch einmal vorspielen. Versuchen Sie mal, die gerade erläuterten koreanischen Wörter herauszuhören. Hier kommt sie. Du entfernst dich von mir, als ob du wegschwimmen würdest und sorgst für Wasserwirbel. Genau. Also, wie hat Ihnen denn unsere Rubrik K-Pop koreanisch gefallen? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare. Ja, und haben Sie Verbesserungsvorschläge, Wunschlieder, die in dieser Rubrik vorgestellt werden sollen? Schreiben Sie uns doch einfach an german@kbs.co.kr. Ja, genau. Jeden Monat werden Geschenke, also K-Pop-Goods aus Korea verlost. Übrigens, eine Mag-Ich-Bewertung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie unter die Gewinner kommen. Also, dann sagen wir jetzt an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.